Hallo Leute, ja, jetzt haben wir die Gurke ein bisschen auf Vordermann hier gebracht. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir vielleicht da noch ein bisschen mehr Richtung Zentrum mit unterwegs sind und dann muss die Gurke irgendwas machen. Eigentlich Handelssystem reinbauen, aber ich glaube, das klappt jetzt nicht mehr, weil wir sie verstärkt haben. Müssen wir mal nach dem Logo gucken, was wir da machen. Ja, wir können ja auch mal nochmal reingucken hier. Aber das Ausbauen hat jetzt nicht so viel gebracht. Also, wir haben nicht viel ausgebaut, aber ein paar Quartiere haben wir ja gemacht und ein bisschen, sag schon, Raum haben wir freigegeben. Es wäre noch die Frage, ob wir, vielleicht können wir da noch einen Kern reinbauen oder sowas, der dann uns, was Besseres macht. Computerkern, ne? Energiecontainer. Was hat denn hier unser Arborion hier so? Gestell, Korrekturdüsen, Quartiere, Frachtraum, ne. Wo ist denn das mit dem Computerkern? Ist es das? Ne, das Laderaum, Schlag, ne, ne. Gerätsfeldgenerator, Computerkern, da wäre der. Block umwandeln, ja, könnte man theoretisch machen, aber praktisch nicht. Mehr. Subsysteme Sockel freigeschaltet werden können. Erhöhte Rechenleistung für mehr Subsystem-Spezialfunktionalität. Ja, müssen wir jetzt mal gucken, ne? Ausgewählt haben wir den doch jetzt, oder? Und was kommen da für Subsysteme rein und wie viel wird das mehr? Rechenleistung 7 kommen dazu. Das ist also nix. Wenn ich das so mache, kommen vier. Steht da auch nicht so wirklich, ne? Ich jetzt hier. Das macht er nicht. Wo könnte ich denn sowas da reinbauen, dass es auch geht? Da zum Beispiel. Würde mich 64 kosten. 2,28 Rechenleistung. 2,3 Rechenleistung haben wir jetzt. Ist jetzt auch nicht so, ne, wo ich sagen würde, das ist es. Warte mal, drehen wir das mal so rum. Geht das dann noch mehr? Nicht wirklich. Das kostet allerdings auch schon 317, wie wir gerade gesehen haben. Also so bringerisch ist das jetzt auch nicht. Arborion haben wir jetzt dafür vielleicht ausgegeben, was keinen Sinn macht. Aber naja, es ist. Was macht denn Ogonit dabei? Geht gar nicht, okay. Zanion würde gehen. Sagen wir 2,49. 2,59 ist sogar wahrscheinlich besser wie das andere, kann das sein? Okay, wir brauchen wieder Mechaniker. Sind wir 3,25. Nicht genug Mechaniker. Aus dem Baumenü raus, ins andere Menü rein. Haben wir hier bei Mechaniker? Ich glaube schon, ne? Jetzt passt das wieder. Und. Hier geht aber noch nicht. Doch, es geht schon was. Krass. Aber was wollten wir da jetzt reinbauen, ne? Handelssystem. Damit er doch wieder ein Händler wird. Vielleicht sollten wir es tun einfach. Fest installieren. Haben wir das schon fest installiert? Ja. Okay, das können wir erstmal so lassen. Und jetzt würde ich ganz einfach mal schauen. Das war hier auf der Karte, ne, auf der Karte, doch auf der Karte war das, ne? Ja. Verkaufen, Handel. Wenn ich den jetzt hier so zum Handeln schicke, ne? Der kann da Bildschirme machen und so, das hört sich doch schon mal gut an, oder? Und dann kann er auch Geld machen. Aber so eine Anzahlung können wir uns doch gar nicht leisten, oder?
Kommando bei allem Aspekt, aber so kann ich nicht arbeiten. Es fehlen 200.000. Okay, das heißt, vielleicht grenzen wir das mehr ein. Geht das? Wieder ein anderes Gebiet für diesen Befehl. Hier sagt er nichts. Da sagt er was. Jetzt machen wir das mit der Anzahlung mal und starten das Ganze und hoffen, dass der jetzt uns ein bisschen Geld bringt, ne? Gut, der ist jetzt da am Fuhrwerken, ne? In diesem Bereich. Ich weiß nicht, ob er nur das eine macht, ob er mehr macht, aber er macht erstmal was. Das ist schon mal gut für uns. Ach so, ja, das wäre jetzt. Nächster Schritt ist, wenn jetzt mal die Gurke unterwegs ist, was machen wir jetzt? Was ist das denn hier für? Ach, der hat auch schon eine Aufgabe abbauen. Jetzt müssten wir mal gucken. Meiner und die Spritquelle. Spritquelle ist da, ja. Der können wir nicht an viel anfangen, ne? Wir haben gar kein Schiff jetzt hier mehr, oder? Discover fliegt da und soll nach da fliegen. Macht er das auch? Aber sieht so aus, ne? Ist das nur aktiv? Ich denke mal schon, ne? Eigentlich müsste das nur aktiv sein. Sieht man jetzt noch nicht, ne? Kann man denn da rein? Klar kann man da rein. Autopilot ist an. Server Moving Player as Reiter to Sektor. Du hast eine neutrale Zone betreten. Okay. Ich sehe aber jetzt nicht, dass der irgendwie was macht. Akku ist voll. Eigentlich könnte er springen, tut er aber nicht. Das ist ja auch voll doof, ne? Okay, er soll von da nach da fliegen. Standtor. Weißt du was? Das können wir dann auch hier abbrechen. Rücktaste war das, ne? Das ist wohl ein Tor, ne, oder? Aber wo ist das Tor? So, da ist jetzt nichts. Ziemlich schlecht mit der Karte. Ich glaube, der konnte hier nicht springen, weil da gar kein Tor ist. Dann springen wir da erstmal selber hin. Wo müssen wir hinfliegen? Da. Dann nehmen wir das mal ab, damit das klappt, oder? Wenn da kein Tor war, dann müssen wir halt anders dahin springen, ne? Neues Ziel, neues Glück. So, das klappt ganz gut jetzt. Jetzt müsste aber eigentlich ein Tor da sein, oder? Nee, da war direkter Sprung nach hier auch. Passt also auch. Geht aber auch noch. Der Akku, der hier drin ist, der ist ganz gut wohl, oder? Der Generator, oder? Ah, obwohl, jetzt sieht es ein bisschen schwächer aus. Nee, geht glaub noch. Und dann sind wir schon beim großen Sprungwurmloch. Da sollten wir jetzt kein Problem haben, weiterzukommen, oder? Wo ist es denn? Da ist es. Dann fliegen wir da mal rein, oder? Damit wir weiter zum Zentrum kommen mit dem Ding und ein bisschen bessere Sachen haben. Schauen wir mal, ne? Da gibt es Post. Automatisierte Begrüßung, ja. Keine Ahnung, warum die da ist. Eigentlich kennen wir doch alle schon, ne? Und warte mal, da ist noch hier was zum Verkaufen. Das sollten wir auf jeden Fall auch machen. Oder einsammeln. Was haben wir hier?
37.500 TSAS 1. Rundungsschiff, okay. Haben oder nicht haben. Gut, ab ins Sprungtor und weitere Reise machen. Schickes Wurmloch, ne? Rot leuchtet es. Oh, das ging aber flott durch. So, jetzt sind wir bis hierhin gesprungen. Hier haben wir so einen tollen großen Riss. Wir sind noch gut unterwegs. Ich würde jetzt hier hinspringen und dann darüber. Das macht vielleicht Sinn, ne? Hyperraum aufladen. Gut, und dann Tor suchen, damit wir über den Riss kommen. Was ist das? Osttor. Ne, wir brauchten das Westtor. Da unten sind noch zwei. Das ist das Nordtor. Ah, das trifft sich gut, dass das Westtor in der nächsten Nähe ist. Fliegen wir da schnell durch, dann sind wir über den Riss schon mal drüber weg. Sehr schön. So, jetzt sind wir hier. Was haben wir denn hier alles so? Antigraffabrik. Handelsposten, Antigraffabrik. Wie sind die Konditionen mit den Leuten hier? Ausgezeichnet. Also hier könnte man was reißen, ne? Sehen wir das hier? Ja, hier sehen wir das. Achso, da sind die aber gar nicht. Das sind die, mit denen wir ausgezeichnet sind, ne? Ja. Verbessern müssten wir mit den Ouf-Clan. Ouf-Clan oder so ähnlich. Das wird aber nichts, oder? Gut, das mal als nächstes. So ein Dock war hier nicht. Da hat einer irgendwo ein Orgonit abgebaut gerade. Hier ist ein Ressourcendepot, Handelsposten, Reparaturdock. Antigraf, Satelliten. Sind das auch welche hier? Ja. Ich glaube, wir müssen mal hier oben Ausrüstungsdock auswählen, ne? Okay, hier gibt es natürlich gerade nichts in der Richtung. Das heißt, wir müssen bis nach hier vorne vorfliegen. Ja, schauen wir mal, oder? Da lang fliegen, durch die Tore und dann dahin. Also, ja, macht, glaube ich, Sinn bei dem kleinen Flugradius. Schauen wir mal, dass wir da hinkommen, ne? Wo ist mein Zeichen? Da unten. Dann geht die Reise los. Ich würde aber sagen, ihr guckt euch da eine Pause an, während ich darüber fliege. Und wenn ich dann da beim ersten Ausrüstungsdock bin, dann gucken wir uns das wieder an, wenn ich nicht gerade irgendwie irgendwo gegenfliege. Ne? Hat wieder gut geklappt. Aber ich wurde vor kurzem beschädigt und deswegen geht es nicht. Auch cool. Hey, aufhören. War das ein Raumschiff oder was? Ne, warte. Ja doch, wir können ruhig springen. Da sollte ja nichts passieren. Weiß gar nicht, 15 Sekunden, nee, eine Minute. Oder was war das hier mit, dass ich das wieder machen kann? Ah, da. Reparieren. You have damage recently at the game. Pause, unpause the game for 2 seconds to repair your ship. Okay, konnte ich noch nicht reparieren. Dann müsste es jetzt aber gehen, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Ja, da konnten wir wohl mit leben. Ja, wisst ihr Bescheid. Ich gehe auf Reisen und ihr macht die Pause und dann in der nächsten Folge sind wir da, wo es sein muss. Alles klar, dann würde ich sagen,
Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.